Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video zeige ich dir mal eine Möglichkeit der Stromversorgung für Zubehör über deine E-Bike-Beleuchtung. Viel Spaß damit! Stromversorgung von Zubehör, insbesondere dem Smartphone, ist ein ganz wichtiges Thema für längere Fahrradtouren. Wenn du da mit dem E-Bike unterwegs bist, dann ist natürlich immer der Gedanke, dass man sich da an dem großen Akku von dem E-Bike bedient. Zu diesem Thema habe ich dir auch schon mal ein Video präsentiert. Darin ging es um die Integration von dieser Ladeelektronik direkt ins Fahrrad mit dem Anschluss an einen Zubehörport. Deutlich weniger Aufwand für die Montage hast du, wenn du diese Ladeelektronik an die Lichtanlage anschließt, denn der Fahrradhersteller hat ja schon das Kabel dazu aus dem Rahmen rausgeführt. Und da kommst du dann deutlich einfacher ran. Wenn allerdings Zubehör an den Lichtanschluss dran gekoppelt werden soll, dann empfiehlt sich vorher erstmal ein Blick in die Leistungsdaten von deinem Antrieb. Ob man an die Lichtanschlüsse noch zusätzliche Verbraucher anschließen kann, da solltest du als erstes mal einen Blick auf die Leistungsdaten und die Spannung von deinem Antriebssystem werfen. Ich habe da im Internet bei der Firma Lupine mal eine sehr gute Aufstellung gefunden, habe ich dir auch unten verlinkt. Und wenn man da mal reinschaut, dann sieht man bei den allermeisten Bosch-Antrieben mittlerweile eine 12-Volt-Versorgung mit Leistungen zwischen 17 und 18 Watt. Einige sehr alte Antriebe, die basieren noch auf 6-Volt-Spannung. Mit 6-Volt wird es natürlich immer etwas schwierig, weil diese Ladeelektroniken, die möchten schon im Normalfall so ab 10 Volt haben, um da arbeiten zu können. Wenn ich mal weiter einen Blick in die Liste werfe, dann ist es natürlich ganz bitter für die Besitzer von Fahrrädern mit einem Yamaha-Motor. Da gibt es bei fast allen nur 6 Volt und magere 6 bis 9 Watt. Sehr gut schaut es aus bei Motoren von Shimano. Die gehen nahezu alle auf 12 Volt Spannung und bieten satte 24 Watt. Das ist also jetzt die Leistung, die von Antriebsseite angeboten wird. Jetzt geht es um die Verbrauchsseite und da musst du einmal den Scheinwerfer berücksichtigen. Da kommt es natürlich ganz entscheidend auf das Modell an. Also einfache Basisscheinwerfer wie beispielsweise der SL Nano von Lupine, der braucht lediglich 8 Watt Leistung. Dann noch das Rücklicht, wobei diese kleinen LED-Rücklichter, die kannst du meistens vernachlässigen. Die vollständige Leistungsberechnung lautet daher angebotene Leistung minus Leistung von deinem Scheinwerfer. Und wenn da im Ergebnis dann so 8 bis 10 Watt Rest übrig bleiben, dann reicht das, um die Ladeelektronik zusätzlich gleichzeitig mit deiner Lichtanlage betreiben zu können. Denn nach meiner Erfahrung brauchen diese Ladeelektroniken in der Spitze so zwischen 8 und 10 Watt, wobei das wirklich nur die Spitzenwerte betrifft, wenn das Telefon optimal geladen werden kann. Also wenn das dann bei 100% ist und du bist in der Erhaltungsladung, dann brauchen die auch deutlich weniger Leistung. Wenn die vom Antrieb zur Verfügung gestellte Leistung jetzt nicht ausreichend ist, um Licht und Ladeelektronik gleichzeitig mit Strom zu versorgen, oder wenn du unsicher bist, dann kannst du da eine Entweder-Oder-Schaltung machen. Ich habe mir dazu mal hier solche Automotive-Steckverbindungen besorgt. Die sind also auch wasserdicht. Die werde ich jetzt mal am Fahrrad montieren und dann kann ich ganz individuell
die Steckerbelegung entweder auf die Beleuchtung stecken oder auf die Ladeelektronik. Hier kommt also das Lichtkabel vom Motor aus dem Rahmen raus und das werde ich dann jetzt erstmal abzwicken. Damit das jetzt während den Arbeiten nicht in den Rahmen rutscht, werde ich das jetzt hier mal mit einem Klebeband ein bisschen sichern und dann kann man da entsprechend weiterarbeiten. Also hier ist eine Ader mit der weißen Markierung und eine Ader ohne Markierung. Nachdem ich nicht sicher weiß, was jetzt Plus und Minus ist, werde ich das mal mit einem Messgerät checken. Dazu isoliere ich die beiden jetzt hier mal ab. Nachdem ich das Fahrrad eingeschaltet habe und das Licht aktiviert habe, gehe ich mal hier mit meinem Messgerät an die beiden Kabel ran und sehe dann, dass wie vermutet die markierte Leitung Plus ist. Damit kann ich das Fahrrad jetzt wieder ausschalten, um hier Kurzschlüsse vorzubeugen. Als nächstes kommt also hier mal dieser Stecker ins Spiel und da tue ich gleich am Anfang mal hier den Schrumpfschlauch drüber, damit ich den nicht vergesse. Und jetzt auch hier entsprechend abisolieren. Und jetzt kann ich hier die beiden Anschlüsse eben entsprechend zusammendrillen und dann verlöten. Nachdem die verlötet sind, ziehe ich den Schrumpfschlauch da entsprechend drüber und jetzt kann ich den eben verschrumpfen. Damit bin ich auf Antriebsseite fertig, kann hier diese Sicherung entfernen und dann das Kabel schon wieder ein bisschen hier im Rahmen verstecken. Und jetzt kann ich hier auch an diesem anderen Kabel das Ganze hier ein bisschen fixieren. Ich mache das jetzt mal einfach mit einem Stück Isolierband. Geht natürlich auch mit einem Kabelbinder. Das Ganze jetzt noch hier auf der Lichtseite wiederholen. Also das heißt hier mal gleich als erstes den Schrumpfschlauch drüber. Anschließend abisolieren und die andere Seite ebenfalls abisoliert verdrillen und dann verlöten. Schrumpfschlauch drüber ziehen. Jetzt noch das Ganze ein bisschen anders verlegen und man könnte das jetzt auch noch hier befestigen, lasse ich aber mal sein. Stattdessen werde ich mir einen Blindstopfen hier für diese Seite vorbereiten, um den dann zu befestigen. Als nächstes widme ich mich mal der Ladeelektronik. Natürlich könnte ich da auch hier diese Ladeelektronik aus dem letzten Video verwenden, habe ich dir unten auch noch mal verlinkt. Allerdings ist die einfach besser für die integrierte Montage geeignet und so habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und bin da auf so eine Ladeelektronik gekommen. Die hat auch gleich noch zwei USB-Buchsen und eine Halterung, die du mit einer Schnappbefestigung dann auch wieder am Lenker trennen kannst. Und genau diese Elektronik, die werde ich jetzt mal in der Werkstatt für das Fahrrad vorbereiten. Das Kabel hier von der Ladeelektronik könntest du auch noch entsprechend kürzen. Nachdem ich das aber vielleicht dann nochmal für andere Zwecke nutzen möchte, habe ich das hier einfach nur so zusammengebunden. Als erstes werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter abisolieren. Und dann als erstes gleich mal einen großen Schrumpfschlauch drüber stecken, damit das dann später alles zusammengeschrumpft werden kann. Und jetzt werde ich hier entsprechend mal abisolieren. Auf der Seite von dieser Steckverbindung kommen jetzt die Schrumpfschläuche drauf und auch hier wieder abisolieren. Jetzt werde ich hier erstmal die rote Plusleitung verdrillen und mit Hilfe von so einer dritten Hand dann festhalten
um sie dann zu verlöten. Weiter geht's hier mit schwarzer Minus. Auch hier wieder erstmal verdrillen, einspannen und verlöten. Jetzt kann ich hier die beiden Schrumpfschläuche drüber ziehen und mit so einem Gebläse verschrumpfen. Jetzt dann den großen, dicken Schrumpfschlauch über diese ganzen Sachen drüber ziehen und auch wieder verschrumpfen. Und damit ist die Ladeelektronik mit diesem Spezialstecker fertig zum Einbau am Fahrrad. Die Befestigungsklemme habe ich hier auch schon mal vorbereitet, habe hier noch so ein Gummi reingeklebt. Den kannst du auch rauslassen, der reine Kunststoff, der hält da auch auf dem Lenker. Allerdings ist diese Klemmung so klein, also die passt nicht hier direkt an die 31,8 mm. Insofern musst du da an das dünnere Ende vom Lenker. Du könntest das jetzt hier so oben drauf machen, möchte ich allerdings nicht. Ich werde das hier unter den Lenker befestigen und als Halterung habe ich mir jetzt hier mal diese Fitlock Magnethalterung rausgesucht. Habe ich dir auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt und dann können die so ganz eng aneinander befestigt werden. Damit ist jetzt die Kombination aus Halterung für Ladeelektronik und Handy fertig. Wenn ich das jetzt nutzen möchte, nehme ich hier die Ladeelektronik, klips die hier in die Halterung ein, führe das Kabel rüber zum Lichtstecker. Das Umstecken funktioniert dann ganz einfach. Hier das Lichtkabel trennen, dann parke ich das hier mal an den Blindstecker und dann nehme ich das Kabel von der Ladeelektronik und verbinde das mit dem Lichtkabel zum Motor. Und dann öffne ich hier mal die Gummiabdeckung, habe hier beide Steckverbindungen. Ich habe hier mal ein kurzes Kabel mit USB-C und dann kann ich hier das Telefon drauflegen und hier anschließen. Alternativ kannst du hier so einen magnetischen Stecker reintun, Telefon drauflegen und dann dieses Spezialkabel magnetisch nur draufpacken. Damit ist die Belastung hier auf den Stecker deutlich geringer. Diese Ladeelektronik, die unterstützt ja auch die Power Delivery Schnellladetechnik. Wenn da dein Telefon richtig Leistung zieht, könnte das den Anschluss von deinem Licht etwas überfordern. Wenn du da das Problem hast, dass der Lichtanschluss wenig Leistung bringt, dann kannst du entweder ein altes, nicht Power Delivery fähiges Ladekabel nutzen oder du schaltest die Schnellladung im Menü von deinem Smartphone aus. Ohne die Motorabdeckung zu entfernen oder Spezialkabel durch den Rahmen zu verlegen, kommst du über diese Montage am Lichtkabel an deine Stromversorgung für Smartphone. Insofern ist es eine relativ einfache Möglichkeit, hier eine Ladeelektronik nachzurüsten. Die kannst du durch diese Schnappbefestigung auch immer nur dann ans Fahrrad dranpacken, wenn du sie wirklich brauchst. Du hast die Möglichkeit, per Standard-USB-A-Kabel oder mit einem USB-C-Kabel den Strom dann an dein Smartphone oder an die GPS-Navigation zu bringen. Und du überlastest mit dieser Entweder-oder-Steckverbindung dann auch nicht die Leistung von deinem Antriebssystem. Was hältst du von dieser Nachrüstoption für eine Zubehörstromversorgung am E-Bike? Hast du vielleicht sowas schon mal umgesetzt?
Schreib mir da gerne mal deine Erfahrungen unten in die Kommentare. An der Seite habe ich dir noch ganz viele weitere Videos zur Stromversorgung und zur Navigation am Fahrrad verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.